Wir haben uns heute mal in der Bibliothek eingeschlossen, damit wir es ein bisschen warm haben. Draußen ist es so kalt. Haha, guter Witz. Los geht's. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung vom Kinocast. Mit mir in der Bibliothek die Kate. Hallo Kate. Hallo. Der Chris, hallo. Moin. Nicht näher zu benennende Tiere im Hintergrund und meine Wenigkeit der Erik. Und wir haben euch ein paar Filme mitgebracht und mal gucken, was uns sonst... Jede Menge Trailer. Oh, sehr viele Trailer heute, das sehe ich gerade. Wir beginnen aber erstmal mit dem Sneak Preview-Film der vergangenen Woche. Da hatten wir den Film Ein ganz gewöhnlicher Held. Englischer Originaltitel The Public. Kurzform für The Public Library. Und wir hatten den auch in OMU, Original mit Untertiteln. Der Film ist von und mit Emilio Estevez. Mit dabei sind auch noch Alec Baldwin und Taylor Schilling und auch Christian Slater. In dem Film geht es kurz gesagt darum, dass Emilio Estevez einen Bibliotheksangestellten, einen Bibliothekar spielt, der in so einer öffentlichen Bibliothek arbeitet in Cincinnati. Und als eine ziemliche Kältewelle Cincinnati fest im Griff hat, sterben sehr viele Obdachlose, die auf der Straße so ihr Leben verbringen. Und die verbringen tagsüber teilweise ihren Tag in dieser Public Library, weil es in den USA ja dieses Freedom of Information Gesetz gibt, dass jedem die Möglichkeit gegeben sein muss, sich mit Informationen zu versorgen. Das heißt, dort können die nicht rausgeschmissen werden. Da gibt es jetzt kein Hausrecht und das machen sie auch nicht. Und die Bibliothek hat halt ganz normale Öffnungszeiten von, weiß nicht, um 9 bis 18 Uhr oder so. Und als dann die Kältewelle noch grimmiger wird, beschließen so ein paar von den Obdachlosen, die fragen natürlich immer jeden Tag, Mensch, könnt ihr die nicht mal über Nacht offen lassen, können wir nicht hierbleiben? Die werden dann halt immer 18 Uhr rausgeworfen. Und eines Tages beschließen dann halt mal so ein bisschen diese Bibliothek einfach drin zu bleiben, so ziviler Ungehorsam. Und Emilio Estevez als Bibliothekar sympathisiert mit den Streikenden und schnell kocht aber die Situation ein bisschen hoch, weil die Leute außerhalb der Bibliothek, speziell auch die Presse, die spielen dieses Thema relativ hoch. Die reden dann gleich von bewaffneter Geiselnahme und prekären Situationen und es kommt auch noch die Polizei mit dazu. Und parallel gibt es noch so einen Wettlauf um das Bürgermeisteramt, wofür unter anderem Christian Slater kandidiert und der ist momentan Staatsanwalt und will zeigen, dass er hart durchgreift und weist dann die Polizei auch an, was sie zu tun hat. Alec Baldwin spielt so einen Verhandler, der in solchen Situationen eingesetzt wird, bei so Geiselnahmen und sowas. Er wird mit dazugerufen, hat aber selber auch ein paar persönliche Probleme, die am Anfang auch thematisiert werden. Und dann geht es eigentlich darum, wie diese ganze Situation sich nach und nach entwickelt, gestaltet, wer da mit wem und wie sich das Ganze auch von außen betrachtet wird. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Ich habe, glaube ich, nichts Wesentliches vergessen. Hast gut zusammengefasst. Hat ja nicht so viele Handlungsstränge, dass man jetzt da schnell einen Blick verliert, sondern das ist relativ stringent erzählt und deswegen fällt es auch relativ leicht, das zusammenzufassen, was auch sehr angenehm macht, diesen Film zu sehen, fand ich. Ja, also definitiv. Das ist der Film macht nicht unnötige Handlungsstränge auf. Vielleicht einen, den man vielleicht hätte anders lösen können. Aber okay. Oder wo es vielleicht nicht so perfekt war, aber ansonsten bewahrt der Film sich den Charme von der ersten bis zur letzten Minute. Und also ja, man kann wirklich nicht so arg viel dagegen sagen oder Negatives sagen, weil es einfach eine schöne Sache ist in dem Fall, eine schöne Geschichte, die da erzählt wird. Und außerdem, also mich hat sehr gefreut, die Schauspieler alle mal wieder zu sehen. Also Emilio Estevez habe ich jetzt gefühlt schon sehr, sehr lange nicht gesehen. Christian Slater, der war zwar in der Serie Mr. Robot dabei, der war aber eher so eine Nebenrolle, hier hat er ein bisschen eine tragendere Rolle. Und die beiden, also Charlie Sheen und Emilio Estevez, nee, warte, nicht Charlie Sheen,
Das wollte ich gerade sagen. Auf jeden Fall war Emilio Estevez, hat ja damals schon mal in der Bibliothek lange gesessen bei Breakfast Club, den ich auch sehr gut fand. Also insgesamt ein echt guter Film. Also schön gedreht, sehr, sehr behutsam auch. Es war jetzt ja vom Drehbuch her vielleicht nicht so hundertprozentig. Ich hätte es mir gern noch ein bisschen drastisch satirischer gewünscht, vielleicht von der Aussage her auch. Das wurde mir dann etwas zu leicht aufgelöst und so diese eigentlichen, die Personen, die für solche Sachen verantwortlich sind, die kommen mir da noch ein bisschen zu gut weg. Also wenn das die Aussage des Films war, das zu kritisieren, die Zustände, dann hat er nicht alles richtig gemacht, fand ich. Ja, okay, also das politische Drumherum, ja. Da, ja. Ja, und aber ich denke, die Message, wo der Film sendet, die ist ganz wichtig. Und das ist dieses sich darüber im Klaren sein, so, ey, was geht überhaupt auf der Welt teilweise ab, was geht in den USA auch ab, in den Großstädten, und warum vor der Realität immer die Augen verschließen. Und das hat der Film eigentlich, denke ich, ganz gut rübergebracht, und ich glaube, darum ging es in der Hauptsache auch drum. Also wenn man bedenkt, tagsüber kommen die Obdachlosen dann rein, verbringen eigentlich den ganzen Tag in der Bib und waschen sich da, putzen Zähne, bilden sich fort, lesen, surfen im Internet, verschaffen sich Dates und dann abends müssen sie halt wieder raus. Und das, ja, deswegen finde ich die Geschichte, wo dahinter steckt, nicht schlecht. Also diese Grundidee, einfach diese Menschlichkeit da in den Vordergrund zu stellen, nochmal zu sagen, hey, vielleicht ist es doch besser, wenn man das so und so regelt. Und hat man ja auch gesehen dann in der Entwicklung der Charaktere, denke ich. Also wenn ich da an den Chef von Emilio Estevez denke, der dann auch sich einfach weiterentwickelt und durch das ganze Bewusstsein der Menschen dann, also da schon ein Wechsel stattfindet. Und ich glaube auch bei dem bösen Christian Slater ein Stück weit. Ich hoffe. Ich glaube, ich kenne deinen Lieblingsfilm mit Emilio Estevez. Oder deine Lieblingsfilmreihe. Quark. Mighty Quark. Ducks. Quark. Fun Fact, aufgrund dieses Films hat Disney wirklich das Team in Anaheim gekauft oder gebaut damals. Ne? Oh, okay. Ja. Gibt es das noch? Es gibt es noch, aber Disney ist ausgestiegen. Sie heißen jetzt auch nicht mehr Mighty Ducks of Anaheim, sondern nur noch Anaheim Ducks. Aber also Disney ist als Hauptding ausgestiegen. Sie hängen schon noch ein bisschen mit drin. Ja. Eishockey, Fun Fact hier. Ja, ich habe Emilio Estevez am Anfang fast gar nicht erkannt, so mit seiner Brille. So, ja, ich auch nicht. Ich habe echt überlegen müssen. Ach, als sie die da mal abgenommen hat. Und es ist auch schön, wie dann so ein bisschen seine Hintergrundgeschichte erzählt wird. Und dann auch später erfahren wir auch von diesen Obdachlosen, die da drin sind in der Bibliothek, auch so ein paar Hintergrundgeschichten, wie sie in die Situation geraten sind und sowas. Fand ich echt schön. Also schön gemacht, gut erzählt. Ich finde es auch immer gut, wenn jemand was zu erzählen hat, wenn er sagt, okay, ich möchte das jetzt thematisieren, ich greife das jetzt auf. Und finde es auch gut, wenn dann auch gute Darsteller sagen, Mensch, das ist es wert hier, wie Alec Baldwin oder Kristen Slater auch, und dann zusammen bei Blaze of Glory waren die, glaube ich, auch noch dabei. Ja, mit den dieser Western da. Das kann sein, ja. Schönes Ding, auch gut für die Sneak, auch schön, den in OV zu sehen, weil da kam gerade so auch diese Slang-Sachen ganz gut rüber. War aber an sich sehr gut zu verstehen, also ich hätte, glaube ich, die Untertitel fast gar nicht gebraucht. Ich habe manchmal, oder man liest ja die Untertitel dann zwangsläufig mit. Muss ich widersprechen, habe ich gar nicht gemacht, nee. Das habe ich voll ausgeblendet. Vielleicht ist es irgendwie so ein Ding, wenn da irgendwas sich bewegt, dann gucke ich da hin. Und wenn da irgendwie so ein weißer Text, und dann habe ich teilweise schon eine Textzeile gelesen gehabt, die noch gar nicht gesagt war oder so auf der Leinwand. Das war halt immer schon ein bisschen. Ja, ansonsten natürlich wenig spektakulär. Es geht halt um, ja, einen Streik in der Bibliothek. Also ist jetzt nicht der neue Actionkracher von irgendjemand, von James Cameron oder so. Da muss man halt wissen, worauf man sich da einlässt. Nichtsdestotrotz, aber ein sehr, sehr guter Film mit einem guten Thema. Ja, mega. In der Sneak sehr gut funktioniert hat, fand ich. Also war ja,
Definitiv sogar. Gut gelaufen, gut angekommen. Hast du gerade einen Blick in die Gruppe, wie die anderen? Ich habe einen Blick tatsächlich in die Gruppe. Und die schlechteste Wertung, wo er bekommen hat, sind 8 Punkte. Oh, ich sehe gerade. Und das gleich 7 Mal. Er hat 6 mal 10 bekommen und 3 mal 9. Also ist eine ziemlich eindeutige Sache im Augenblick. Ja, das ist gut. Ja, ich sehe gerade, der ging 2 Stunden. Das kam mir gar nicht so lang vor. Das nächste. Auf. Hm. Ja. Trotz, dass es eigentlich so vom Thema her eher so ein, naja, so ein, eher so Drama, ja, also so besonders witzig war der nicht. Es war einfach eine gute Erzählung die ganze Zeit. Hm. Ja. Jetzt fragen wir doch mal die Kate. Hat dich das jetzt gereizt, den Film irgendwie mal nachzuholen? Ja, doch. Ja. Schon. Würde ich mal angucken, ja. Musst du mal beobachten. Ich glaube, ein großer. Wenn er irgendwie auf Netflix, der nicht Netflix, auf Sky oder so dann kommt, ja. Einen großen Kinostart wird er wahrscheinlich nicht bekommen, schätze ich mal. Mm. Dazu ist der thematisch zu eingegrenzt, aber so in diesen ganzen, vielleicht so Arthouse-Kinos oder Arthouse-Sneaks gibt es ja teilweise auch. Oder ja, der besondere Film dieser Reihen oder so, da hat er durchaus seinen Platz. Und obwohl er jetzt nicht zu verkopft ist, das fand ich ja gut, der erzählt wirklich gut durch, ohne dass man jetzt hier mit einem Rollkragenpullover da drin sitzen muss als Kritiker hier. in einem senffarbenen Rollkragenpullover und ein kariertes Jackett oben drüber. Ja. Ich möchte mich an diesen Klischeebildern nicht beteiligen. Nee. Nein. Naja. Ich gebe 8 Punkte, du auch, sehe ich. Ja. Wir uns wieder erstaunlich einig. 8 Punkte. Ja, weil ein erstaunlich guter Film. Ja. Der zweite in Folge. Das stimmt sehr wohl. Wie sehen denn die Sneak-Tipps für morgen aus, Kate? Oder erstmal der Hinweis vom Chris und dann die viel witziger wäre es doch einfach, wenn Kate sagt, welche Tipps es sind und ich lese dann erst den Tipp vor. Nein. Ja, der Tipp für die Sneak 1010, also 1010, am 22.07. lautet 1752 schon ein Hit. Es gibt 2 Tipps. Es gibt einmal den Tipp Fisherman's Friend vom Kutter in die Charts. Und dann gibt es noch den Tipp S Kapitel 2. Oh. Dann ich tippe mal den ersten. Moment, du hast den zweiten getippt. Ja, damit ein bisschen Auswahl da ist. Genau. Außerdem, wenn was zu Abgefahrenes da drin steht, wie Fisherman's Friends hier oder so, dann sind die Besucherzahlen der Sneak deutlich niedriger. Wenn man da mal einen Topfilm mit reinschreibt und die Tipps, dann habe ich festgestellt, dann kommen ein paar mehr. Das liegt an deinen Tipps, alles klar. Nicht nur. Natürlich. Nicht nur. Okay, dann gucken wir mal, was wir sonst noch so hier gesehen haben. Und zwar im Kino waren wir gar nicht, sehe ich hier. Ich sehe, ihr habt auch Halloween geguckt. Ja. Du, Kate. Chris nicht? Ich auf jeden Fall. Chris hat, glaube ich, nur 5 Minuten davon gesehen, 10 Minuten. Ja, irgendwie, genau. Das hat mir schon gereicht. Okay, ja, soll ich loslegen? Oder? Ja, mach nur. Halloween, der neue Film, der jetzt auf Sky, habe ich den mir aufgenommen gehabt mal. Ja. Und habe ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich nichts Gutes gehört habe. Und ich bin ja, ich kenne die Filmreihe und ich habe die damals wirklich verschlungen, als immer die Filme kamen und dann gab es ja immer die Schwierigkeit, die Uncut zu bekommen und so, da kursierten dann irgendwelche zigmal kopierten VHS-Tapes von sonst woher, wo man dann mal endlich mal den vollen Film sehen konnte und so. Die Story hat mir immer sehr gut gefallen, ich mochte auch hier die John Carpenter-Inszenierung und das Thema, das kennt man sowieso, dieses hatten ja früher auch viele als Klingelton, weil das so ikonisch ist und ja, Jamie Lee Curtis als Scream Queen. Deswegen war ich so ein bisschen gespannt. Das soll ja so eine Art, ja, weiß nicht, so eine Neuauflage oder so. Ja, eine Neuauflage, ja nicht. Weitererzählung. Nicht direkt, aber irgendwie nochmal so ein Revival, da sollte es eigentlich auslösen, ja. John Carpenter führt natürlich nicht Regie, sondern David Gordon Green macht es hier. Jamie Lee Curtis ist aber dabei. Und es geht darum, am Anfang fahren so ein paar, die so ein Podcast, so ein True-Crime-Podcast machen, die fahren in diese Irrenanstalt, wo Michael Myers einsitzt und ja, sie konfrontieren ihn dann mit was, sie versuchen da irgendwie eine Aussage von ihm zu bekommen und er hat irgendwie seit 40 Jahren nicht geredet und
Der eine hält ihm dann die Maske hin und das, dann wird das, erwacht er quasi wieder aus seiner Lethargie und als er dann mal überführt werden soll in eine andere Psychiatrie, verunglückt der Bus und er bricht aus zusammen mit anderen Surprise. Häftlingen. Bitte? Surprise! War so, klar. Ja, bricht dann aus und die Podcaster, die haben auch Jamie Lee Curtis besucht gehabt und wollten sie auch zu dem Thema interviewen. Sie war da eigentlich sehr verschlossen und hat sich mittlerweile ganz schön eingeigelt und hat auch das Ganze psychisch immer noch so ein Päckchen mit sich rumzutragen, was damals so passiert ist. Und ja, sie hat sich da sehr gut vorbereitet, auch ihre Kinder und Enkel und so weiter. Und dann ist natürlich wieder Halloween und Michael Myers treibt dann in dieser Stadt sein Unwesen und hat es dann auch auf die Nachkommen von ihr abgesehen. Und ja, dort in dem Haus hat sie aber Vorkehrungen getroffen und der Jäger wird zum Gejagten. Und ja, fand ich nicht besonders. Oh mein Gott, der Jäger wird zum Gejagten. Also ich muss sagen, ich fand den auch nicht so besonders. Ich fand ihn jetzt nicht furchtbar dramatisch schlecht. Ja, also da haben wir schon durchaus schlechtere Horrorfilme gesehen. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht so, dass ich ihn jetzt unbedingt nochmal gucken muss. Es waren ein paar nette Kills dabei, fand ich. Ja, ja. Die waren ganz gut gemacht, die hätten sie früher garantiert auf den Index gesetzt. das fand ich ganz okay, aber dann, ach, so dieses Ganze. Und ein paar Kameraeinstellungen haben mir ganz gut gefallen. Die waren irgendwie so ein bisschen, wo man gedacht hat, okay, jetzt mal ein bisschen was Innovatives dabei. Aber sonst, ich habe mich teilweise so gelangweilt und das hatte ich sonst eigentlich nicht. Da war ich immer so, cool, und was passiert jetzt? Und ja, okay, jetzt jagt er den. War ich immer dabei, selbst bei teilweise sehr trashigen Halloween-Filmen. Ich glaube, der dritte oder so war ganz schön übel, aber da war es trotzdem noch so, dass ich, da waren immer irgendwelche Sachen dabei, es ging immer irgendwie vorwärts und hier war es teilweise so langweilig und das hat mir überhaupt nicht gefallen und da lag irgendwie die Latte so hoch und ich muss leider sagen, dass die anderen aus meiner Filterbubble, die schon gesagt haben, dass es eher so ein durchschnittlicher Film ist und nichts ist schlimmer als wenn das so groß angekündigt wird als das Revival und ja, wir machen jetzt nochmal alles und machen hier Fanservice ohne Ende und so und dann kommt so eine Gurke dabei raus und so ein Mittelding, was irgendwie gar nichts ist, was weder das Ganze in eine neue Zeit transportiert, wie es zum Beispiel der Texas Kettensägen Massacre Film gemacht hatte, der das ja neu aufgelegt hat, der wirklich dann echt gut war von Fede Alvarez, noch irgendwelche, ja, wirklich so, vielleicht so auf alt gemacht. Man hätte ja, guck mal, wie Stranger Things, denkst du ja auch bis in den 80ern oder so, oder Dark hier, die Serie. Ja, man hätte es ja auch wirklich so in der Form machen können. Aber hier einfach so, ich weiß nicht, war mir nix. Ja, war nix. Vor allem Jamie Curtis hat ja jetzt wohl offiziell bestätigt, dass es nicht der letzte Film sein soll. Mit ihr letzte nicht der Halloween, letzte? Oder grundsätzlich insgesamt? Wohl. Okay. Wohl aber auch mit ihr. Was dann aber auch wieder das Ende von dem Halloween wieder kaputt macht, ne? Ja. Aber jetzt hast du aber gespoilert, oder? Halt mal. Gar nichts gespoilert. Das klang jetzt aber gerade schon wie ein Riesenspoiler für mich hier. Halten wir uns mal nicht länger auf. Ich gebe 5 Punkte. Ich gebe 4. Ja. Okay, den machen wir gleich, wenn du den auch gesehen hast. Was wir alles, wir haben dasselbe Programm gehabt. Ja. Ich hab noch was geguckt, und zwar Verpiss dich, Schneewittchen. Sagt euch das irgendwann. Mit Bülent Ceylan. Da hatte ich damals irgendwie den Trailer mal gesehen gehabt. Und da waren irgendwie, der Trailer sah irgendwie relativ so ein bisschen nett aus, aber auch ein bisschen scheiße. Und da habe ich gedacht, okay, ich warte mal, bis der im Heimkino kommt. Habe ich jetzt gemacht, habe ich mir aufgenommen. Bülent Ceylan spielt die Hauptrolle und hat Ambitionen, ein Metal, ja, so nennt man das, Metal-Rock-Star zu werden, irgend sowas. Und spielt da E-Gitarre und eines Tages gibt es dann so ein Casting auch, wo er dann mitmacht. Da filmt ihn dann seine Schwester, glaube ich, dann macht da so einen coolen Clip und wird da eingesandt. Und er kann dort aber nur teilnehmen, wenn er eine Band hat. Und die hat er bis jetzt nicht, macht da dann selber so eine Art Casting,
wo er dann irgendwelche Leute akquiriert, die dann mit ihm quasi als Band auftreten. Total verrückte Geschichte. Und ja, dann gehen sie da zusammen zu diesem Casting. Er muss aber in der Zwischenzeit, soll er auf den Hammam aufpassen von dem Typen, der bei Four Blocks den absoluten, den Clan-Chef, den Bösewicht da spielt, wo mir jetzt gerade der Name nicht einfällt. Und ja, dann arrangiert er da noch ein bisschen was, dass da jemand anders drauf aufpasst. Dann geht natürlich auch einiges schief. Insgesamt kein sehr guter Film, auch nicht besonders lustig. Der Film ist eigentlich nur dann lustig, wenn außer Bülent Ceylan noch andere Komiker auftreten, die zuhauf da sind. Also es treten wirklich sehr, sehr viele andere auf, sehr viele Gastauftritte von bekannten Leuten, die ich jetzt nicht alles spoilern will. Und nur dann wird der Film so ein bisschen übers Mittelmaß herausgehoben. Aber sonst die Szenen mit Bülent Ceylan und die Story, die ist sowas von Banane, also die, boah, das ist echt furchtbar teilweise, da ist so viel Fremdschämen drin und ja, auch nicht, dann gipfelt alles. Wir hatten ja auch letztens hier diesen, zum Beispiel Yesterday, ja, da ist ja auch so mit Musik und so, selbst bei diesem anderen Film, Vox Lux oder so, wo dann alles so ein bisschen darin gipfelt, dass du irgendwann mal so ein Konzert siehst oder so ein, oder zumindest mal einen Track in voller Länge, ja, vor Publikum. Es ist hier auch, bloß dass das Lied, was er performt, einfach scheiße ist, von Anfang bis zum Ende. Und du nur einfach denkst, ach nee, ey, bitte jetzt nicht, ey. Und die Leute feiern ab und gehen ab und du denkst, ach, ist das scheiße. Und dann kommt der Refrain, das, ach meine Güte, ist das scheiße. Und der wird immer schlimmer und der Text ist scheiße. Und dann so Sachen drin wie unsere Literaturlehrerin, die hat immer gesagt, reim dich oder ich fress dich. Wenn also wirklich so Reime auf Krampf so gebogen sind, damit es irgendwie mit sich irgendwie reimt und so, solche Sachen sind in diesem Lied drin und das ist einfach ganz furchtbar. Mittlerweile habe ich rausgefunden, wie der Mann heißt aus Four Blocks, der großartige Schauspieler Kida Khodr Ramadan heißt der. Und ein paar von den Gastauftritten, zum Beispiel Kristall, hat eine sehr coole Rolle. Da ist auch ganz am Schluss nochmal eine, ja, so eine Outtake-Szene drin, die auch sehr extrem lustig. Miriam Weichselbraum, Olaf Schubert hat eine sehr, sehr lustige Rolle auch. Wie gesagt, alle sind lustiger als Bülent Ceylan in dem Film. Tom Gerhardt ist mit dabei, spielt einen Hausmeister, wie soll man es mal, soll es anders sein, Echo Fresh und ach. Ist kein witziger Film, aber wer einen von den jetzt eben genannten mag, kann da ruhig mal reingucken, weil die Szenen mit denen sind echt lustig. Aber alles andere ist wirklich weit unter Mittelmaß. Ich gebe dem Film 3 von 10. Schwer zu ertragen teilweise. Durchaus schlecht. Ja. Und dann sehe ich, wir haben noch einen Film gleichzeitig einen Rewatch gemacht. Ja, Freitagabend. Ja. Bei dir auch Freitagabend? Ich weiß gar nicht mehr, lass mich überlegen. Doch, Freitagabend, ja, genau. Ja, da haben wir es gleichzeitig geguckt. Da habe ich sogar noch ein Zitat aus dem Film, falls die Hörer mal raten wollen, um welches es sich handelt. Moment. Die Zeit ist abgelaufen. Was für ein einfaches. Oh, Mann. Ja, ich dachte mir, das können wir vielleicht hier auch ab und zu mal verwenden hier. Die Zeit ist abgelaufen. Bei so einer 60-Sekunden-Challenge zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Also, es handelt sich um Independence Day aus 1996. Und ich liebe diesen Film. Den habe ich auch damals, jetzt muss ich mal rechnen, wie alt ich auch. Ich war doch schon ganz schön alt. Ich war fest, selbst 96. Ich hatte gerade gedacht, so, da war ich schon ein Kind, aber nee. Also, ich war 8. Ja. Und als ich damals den im Kino gesehen habe, habe ich noch gedacht, oh, das ist so ein Film. Wenn ich den als kleiner Junge gesehen hätte, das wäre mein, auf Jahre hinweg, mein absoluter Lieblingsfilm gewesen. Und der gefällt mir immer noch. Der ist einfach so rund, ey. Roland Emmerich, der schwäbische Spielberg hier. Also was, und der ist auch gut gealtert. Definitiv, ja. Ja. Also den kann man immer angucken. Das ist ein Film, den kann man einfach immer angucken. Die Schauspieler sind toll. Und ich habe natürlich die ganze Zeit auf den verrückten Professor gewartet, weil ich ja jetzt vor kurzem bei der Comic-Con für Brent Spiner gearbeitet habe. Und ich die ganze Zeit, wann kommt er, endlich! Gut. Wir nennen es die Freak-Show. Er macht es so gut. Ey, macht es Spaß, genau. Zu gucken. Sie sind gekommen. Nee, der ist wirklich gut, Sie der sind Film. Gekommen, auch, um unseren Big Mac zu sehen. Auch eine der Rollen, wo ich Will Smith noch mag.
Wir kommen hier nicht halt auch raus. So. Wir kommen auf der Erde, du Pisser. Bam. Das nenne ich eine unheimliche Begegnung. Ja, nee, es war also echt, echt cool. Auch so, ich meine, da man kann ja jetzt relativ unbefangen drüber reden, also wer den von 96 jetzt noch nicht gesehen hat. Ja. Ich fand es auch immer wieder schön, wie das auch so drehbuchmäßig ist. Halt nicht so ein typischer Action-Blockbuster, wie zum Beispiel auch jetzt gerade so die aktuelleren, so Olympus Has Fallen oder sowas, ist ja auch so ein bisschen so patriotischer Action-Bum-Bum und so. Sondern hier ist zum Beispiel so, also die Frau des Präsidenten stirbt ja auch, was halt wirklich ja. auch so ein dramatisches Kind ist noch da. Und das sind alles solche Sachen, die da drin spielen, wo man dachte, okay, also für so einen Sommer-Blockbuster ist da ganz schön was drin, wo man sagt, boah, ey, das war eine mutige Entscheidung, das so zu treffen, aber das zeigt halt auch, dass es eigentlich da jeden erwischen kann. Und ja, ach, das sind so lustige Szenen, wo die dann in diesem Raumschiff sitzen und haben dann den Virus eingespielt und dann macht er die Jalousie hoch und sie verstecken sich erstmal hinter den Stühlen und dann sagen sie, ach komm, scheiß drauf und setzen sich, hallo, wir sind's. ach nee, das ist einfach so ein rundes Ding und irgendwie, wenn ich da irgendwo reinzapp, da bleibe ich dann immer wieder hängen, auch so musikmäßig und auch wie das so den Bogen über die ganze Welt schlägt, ja, wo sie dann sagen, okay, dann bringen sie halt immer mal die typischen Sachen hier, irgendwie die Pyramiden und sonst was. Aber halt auch so, ja, fühlt sich sehr groß an, der Film, sehr, ja. Mächtig. Ja, genau, so. Siehst halt auch, wie dann die Raumschiffe irgendwie über der ganzen Welt platziert werden. Und dann ist natürlich ein bisschen patriotisch, dass dann die US-Amerikaner das dann entdecken. Ja, klar. Aber ich finde es halt auch wieder dieses typische Menschgetue, so, okay, wir nehmen mal Kontakt auf, wir haben zwar keine Ahnung, wie die kommunizieren, aber wir schicken mal so einen Hubschrauber mit so komischen Leuchtsignalen hin, ne, so Lampen, die so eine komische Frequenz absenden. Das ist nicht einfach nur, das ist so, wieder so typisch, ja, das hat man ja bei so Alien-Filmen so oft, ne. Ja, das ist ja so ein bisschen eine Anspielung auf die unheimliche Begegnung der dritten Art. Ja. Weil da gab es ja dann diese Lichtsignale. Dum, 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 dum. Aber was halt auch funktioniert, ist halt die Effekte. Die funktionieren halt immer noch. Ja, das sieht halt nicht aus wie, in der heutigen Zeit sieht es halt auch nicht aus wie irgendwie drei Raumschiffe, die sie auf dem Computer dupliziert haben, die dann alle in der gleichen Schleife rumfliegen oder irgendwie ganz schlecht gemacht sind. Sondern das sieht halt immer noch echt gut aus. Ja, das ist. Für 1996. Ja, für 96 ist das. 20, top, über 20 Jahre alt. Ja. Fast 30. Also, ich weiß nicht, wer den noch nicht gesehen hat, der hat irgendwie, weiß ich nicht, was so passt. Sollte man mal gucken. Jetzt angucken. Weil da sind ja auch viele. Angucken. Da erkennt man jetzt so viele aktuelle Sachen auch wieder. Das ist so ein Film, auf den beziehen sich wahrscheinlich auch viele andere Filme, weil das einfach, der zeigt. Oder macht vieles richtig. Ja. Ja. Und er war auch so ein Vorreiter für viele andere Filme. Die kupfern ja nur noch ab, die heutigen Filme. Ja. Da gibt es also Filme, an denen lehnst du dich an. Und Independence Day gehört definitiv zu denen, an denen man sich anlehnen kann. Und gucken kann, wie man es richtig macht. Das war damals irgendwie so gefühlt nach einer langen Durststrecke, wo so Science-Fiction eher so im B-Movie-Quatsch war. Gut, es gab dann irgendwie Alien 3, da war ein bisschen vorher, glaube ich. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, aber ich kann mal nebenbei gucken. Aber irgendwie gab es da lange nichts und dann kam mit einmal dieser Kracher und ausgerechnet so kurz vorm Sommer, da hat so richtig so ein Sommer-Blockbuster-Ding irgendwie gefühlt, kam dann jedes Jahr kam dann irgendwo so ein Film, der irgendwie der neue Sommer-Blockbuster sein sollte. Ja. Ey, du hast das noch zu Zeiten geguckt, da kam das im Kino, ne? Du warst schon alt genug, dass du es im Kino gucken konntest. Ich nicht. Ich hatte sogar ein Poster von dem Ding in meinem Zimmer hängen. Ich habe anderthalb Jahre darauf gewartet, dass er dann im Fernsehen kommt. Ja? Und habe ihn, glaube ich, irgendwann heimlich mit 11 Jahren nachts geguckt, ohne dass meine Eltern es mitgekriegt haben. Ich habe mir mehrfach gekauft, weil da gab es dann immer mal irgendwelche Special Editions und so was. Ich hatte eins, wo ist denn das hier? Da war so ein schönes Hologramm mit drin. Das konnte man rausmachen. Finde ich jetzt gerade nicht auf die Schnelle. Ja, auf jeden Fall cooler Film. Auf der
DVD damals oder jetzt mittlerweile Blu-ray, die ich auch habe. Ich habe es dann irgendwie auf DVD gekauft, jetzt irgendwie Blu-ray. da gibt es dann auch so diese entfallenen Szenen. Da gibt es ja dann eine, wo dann der Landwirtschaftspilot da, der Landfarmer da, der mit dem. Der Irre. Ja. Ja. Der kommt dann nämlich am Schluss nicht mit dem Düsenjäger an und fliegt da in das Ding rein, sondern mit so einer Landmaschine. Randy Quaid, Russell Case hieß er. Ja. Oh ja. Der kommt dann nämlich mit so einem Doppeldecker angeflogen, was natürlich auch Sinn macht, weil da haben sie nämlich vorher noch eine Szene eingeschoben gehabt, wo sie diesen ehemaligen Piloten irgendwie beibringen wollen, wie ein Düsenjäger fliegt und was eigentlich völlig unrealistisch ist, dass du jemanden, der bis jetzt irgendwelche Propellermaschinen geflogen hat, jetzt plötzlich da innerhalb von wenigen Stunden der Avionik. Aber er kannte das doch von seiner Ausbildung her. Aber die anderen alle, da waren ja auch andere dabei und so. Da, das war dann, hat dann schon Sinn gemacht. Das war ja ein Crashkurs. Ja, das war dann schon. Das war die Frage, wer kann fliegen? Ja, es war dann sinnvoll, dass er dann mit dem, was er gewohnt ist, dann da reinfliegt in das Ding und dasselbe ja auslöst. Ja, ich meine, Will Smith kann ein Alien-Ship fliegen. Das war ja einfach, der hat ja nur einen Joystick. Gab es ja nur vor, ja, zurück, und den links, rechts. Ja, muss man umdrehen. Ah, jetzt hab ich's raus. Genau, war ja einfach. Ja. Ja, war ja nichts dabei, sondern nur vor, zurück, links, rechts, ja. Und Joystick. Würde ich mir auch wünschen, dass solche Flugzeuge und so einfach mit einer ganz normalen Joystick-Bedienung oder so. Nicht die vielen Knöpfe, die da immer im Cockpit sind. Völlig unnötig. Microsoft Flight Simulator kann man auch so fliegen hier mit so einem normalen Flywheel. Ja, toller Film. Da brauchen wir, glaube ich, nicht zu viel Zeit drüber verlieren. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr das schnellstmöglich mal nachholen, weil das ist ein cooler Film und ich glaube, den gibt es bestimmt irgendwo. Kann man ja auch gleich mal checken hier. Gibt es bestimmt irgendwo kostenlos zum Gucken in irgendeinem Streamingdienst, wobei der eigentlich eine etwas größere Leinwand oder so einen Fernseher bräuchte, finde ich. Also vielleicht nicht unbedingt auf dem iPad oder auf dem Telefon gucken oder so, sondern vielleicht schon mal auf einem großen TV-Gerät. Nee, also bei Gratis-Inhalten ist er nirgendwo verfügbar. Aber man kann sich ausleihen irgendwie bei Amazon. Oder wie gesagt, jetzt aktuell läuft er bei Sky. Da ist er auch mit drin in dem Sky Go und so. Kann man ihn gucken. Macht das mal, liebe Hörer, falls ihr den noch nicht kennt. Ja, ja, macht das mal. Dann gucken wir mal, was noch so anläuft. Vielleicht ist da was Cooles dabei, wo wir rein müssen. Mal schauen. Kinocharts und Neustarts. Gehen wir mal mit den Charts. Platz 10 hier in Stuttgart. Made in China. Moment, ich bin noch nicht so weit. Nicht vorbereitet. Ja, ich bin ganz schlecht vorbereitet. Dann mache ich mal die neuen. Traumfabrik. Da gibt es auch demnächst, habe ich gesehen, von Innenstadtkinos. Die machen da auch nochmal so eine kleine Sondervorführung, habe ich gesehen. Ja. Platz 8. Der kleine Aladdin und der Zauberteppich. Platz 7, 3 Schritte zu dir. Platz 6, Aladdin. Platz 5, Annabelle 3. Platz 4, Yesterday. Oh, Platz 3 ist nur Pets. Hätte gedacht, der ist höher. Platz 2, der König der Löwen. Platz 1, Spider-Man, Far From Home. Auch gut, Platz 1. Den ich unbedingt nochmal sehen möchte im Kino. Ja, echt. Mein Kleiner sitzt gerade im Kino. Der ist in Spider-Man. Nee, der ist zu einem Kindergeburtstag eingeladen. Und König der Löwen. Die gucken jetzt nochmal Pets 2. Ja. Mal gucken, was so diese Woche anläuft. Jetzt muss ich mal hier meine. Wo war diese zweite Seite, wo wir überprüfen müssen? Hier. Das ist der Erik nicht vorbereitet. Das ist ja, ich habe gerade den anderen Tab offen gehabt. Entschuldige nur, dass ich die Charts immer gemacht habe. Immer die Ausreden. Das ist so, so furchtbar. Wer kennt das nicht? Ich kenne das tagtäglich. Wir sind beim und dann 25. hat mein Hund die Juli. Hausaufgaben gegessen. Und 25. Genau. Und es läuft an, zum Beispiel die drei Ausrufezeichen. In ihrer ersten Kinoverfilmung müssen die drei Ausrufezeichen, die jungen Detektivinnen Franzi, Kim und Marie, ihren ersten Fall im Schultheater lösen. Abklatsch, billiger Abklatsch.
Aber ist doch schön, dass es auch für Mädchen sowas jetzt gibt. Das nicht immer nur. Es gibt die drei Fragezeichen, ist nicht nur was für Jungs, ist auch was für Mädchen. Ja. Es startet auch noch Leid und Herrlichkeit, ein autobiografisch geprägtes Drama von Pedro Almodóvar. Und wer den kennt, weiß, dass das immer ein bisschen über die Stränge schlägt. Über einen gealterten Regisseur, der berufliche Entscheidungen, die Liebe und seine Kindheit aufarbeitet. Mit Penelope Cruz und Antonio Banderas. Ja. Ich habe einen Film mit Jeremy Mockridge. Es ist jetzt die Frage, ist es der Bruder oder ist es der Vater von Luke Mockridge? Weißt du das? Nee, weiß ich jetzt gerade nicht. Okay, sehr gut. Das heißt, wir finden das gleich raus. Der Film heißt Cleo und Cleo ist eine Komödie aus Deutschland, wie es scheint, weil die verwaiste Cleo ist Stadtführerin in Berlin und sucht nach einem verschollenen Schatz, der eine Uhr beinhaltet, mit der man die Zeit zurückdrehen kann. Och, das klingt mir schon zu abgefahren. Ja. Das klingt so ein bisschen wie Endgame. Endgame. Ja, da dreht man auch die Uhr zurück. Er hat an der Uhr. Okay. Es startet auch noch Abikalypse. Ja, eine Komödie über eine Gruppe Jugendlicher, die nach bestandenem Abitur eine letzte glorreiche Party schmeißen wollen. Abklatsch von Project X, habe ich gehört. Oh je, das war traurig. Dann startet noch Vox Lux. Vor zwei Wochen hatten wir den schon besprochen. Hier steht faszinierendes Drama. Da gehen wir, glaube ich, beide nicht d'accord. Nee. Einfach nur Drama über die jüngere Geschichte der USA, die durch die Augen einer erfolgreichen Popkünstlerin von 1999 bis jetzt Revue passiert. Ich glaube, ich habe einen anderen Film gesehen. Was man da alles reindeuten kann hier, das ist unglaublich. Mit Natalie Portman, Jude Law, Stacey Martin und weiteren. Okay. Moment, das muss ich mal ganz kurz hier öffnen, weil das hier keine Beschreibung hat. La Flor. Das ist also kein YouTuber, sondern ein Film. Ich nehme mal an, hier Produktionsland Argentinien. Eine Hommage an das Geschichtenerzählen, eine Verneigung vor dem Kino, eine Liebeserklärung an jene Kunstform, die uns nun schon seit über 100 Jahren dazu dient, Geschichten auf unterschiedliche Weisen zu erzählen. Ja, und worum geht's? Aha. Keine Ahnung. Eine der außergewöhnlichsten Kinoerfahrungen des Jahres, aber... worum es jetzt hier geht. Der geht 13 Stunden, der läuft doch nicht im Kino, oder? Fast 14 Stunden läuft sein Opus Magnum, das durch ein Elisa Caracciolo, Valeria Correa und Pilar wie ein roter Faden, der sich durch verschiedene Geschichten zieht, die dennoch miteinander verwoben sind. Hey, 13 Stunden, also die haben doch wohl... Ja, nee, das kann man doch nicht aufteilen. Und dann ich habe einen besseren Film. Netflix-Serie ich habe einen besseren machen, Film, der auch startet. Der ist nämlich von und mit Emilio Estevez und heißt Ein ganz gewöhnlicher Held. So, ja. Wer nur auf die Charts, oder auf hier nicht die Charts, die Kino-Neustarts gesprungen ist, dem sei empfohlen, mal am Anfang der Sendung hinspringen und sich da eine ganz gewöhnliche Filmkritik zu diesem Film anzuhören. Okay, es startet noch eine Doku, die heißt Face It, da geht es so um künstliche Intelligenz und Gesichtserkennung. Und auch noch Pumuckl und sein Zirkusabenteuer. Ja. Ja. Wobei, der Pumuckl ist nichts ohne Meister Eder. Ja. Während er diesmal die Nerven von Hans Clarin, Ferdinand Eder, strapaziert, steht er auch schon süß. Vor dem nächsten. Hans Clarin, kann man auch. Das geht auch. Aber die haben Pumuckl ein bisschen schlanker gemacht, habe ich gehört. Ah, okay. Wer weiß. Naja, da war ja doch einiges dabei hier, oder? War da was dabei? Für Jung und Alt immer ein buntes Programm, ein bunter ganz Fächer. Ein gewöhnlicher Held haben wir jetzt schon gesehen und der Rest interessiert mich weniger. Ist halt so. Dann lieber die Sachen gucken, die in den Charts sind. Da ist ja einiges dabei. Yesterday, Spider-Man. Lauter Filme, die man nochmal gucken kann. Yesterday kann man durchaus nochmal gucken. Ja. Was man auch nochmal gucken kann, sind so ein paar Trailer, die ihr hier oder die ich auch mit reingeschrieben habe, von Filmen, die dann demnächst anlaufen. Sneak Preview. Der Trailer, der glaube ich diese Woche alles Mögliche überschattet hat, den gefühlt irgendwie jeder retweetet hat, der neue Top Gun Trailer. Was? Nein. Boah. Moment, Erik, alles überschattet hat garantiert nicht Top Gun. Alles überschattet hat gestern Jane Silent Bob, auf jeden Fall. Nein. Picard hat gestern alles überschattet. Ach so, ja, gestern erst. Aber den haben wir nicht mal mit uns in unserer Liste. Ja, das ist eine Serie.
Ja, genau, so aus einer Serie. Ja. Also Top Gun Maverick, wir sehen dann Tom Cruise, der ja überhaupt noch nicht gealtert ist, der hat irgendwie denselben Schönheitschirurgen wie Keanu Reeves gefühlt, der ja auch irgendwie gefühlt nicht altert. Da gibt es jetzt diese Face-App, ne, wo man sich so älter machen kann. Yeah. Da haben jetzt manche so aus Spaß mal hier so gegenübergestellt, so John Wick, also in jung und in alt, also war dann das gleiche Bild, das war der große Witz. Haha. auf jeden Fall. Top Gun Maverick, wir erfahren, dass Tom Cruise ja wohl irgendwie, trotz dass er so lange dabei war und so viel Feindberührung hatte und auch so gegnerische Flugzeuge abgeschossen hat, dass es trotzdem irgendwie nicht geschafft hat, so richtig den Sprung in das Offiziers- oder in das Generalskorps, sondern ist immer noch ein Captain geblieben. Und es ist eher so ein bisschen so ein Stimmungsbild. Wir erfahren jetzt nicht so viel von der Story gefühlt. Also wir erfahren jetzt nicht, da gibt es einen Angriff und wir müssen wieder ins Cockpit steigen oder so. Aber allein so die Musik und die Bilder, also ich meine, der Tony Scott lebt ja nicht mehr. Der hatte ja damals den ersten Top Gun verfilmt, der ja irgendwie so schön glänzend aussah. Der war ja wirklich so, so cool gemacht. Es war ein richtiger Werbefilm auch für die US-Armee damals, für die Flugstreitkräfte. Und der sieht wieder schon sehr, sehr gut aus. Also ich finde, die Bilder gefallen mir sehr gut, die Aufnahmen. Obwohl die eine Szene fand ich so ein bisschen geklaut von dem Star Wars, wo der da in der Wüste so angeflogen kommt, wo sich da unter ihm der Staub wirbelt oder Salzsee oder was das ist. Ja, aber sonst hat mir der Trailer auch schon mal gut gefallen. Sehr kinomäßig, fand ich. Ohne jetzt, mir gar nicht. Ohne jetzt viel von der Story da zu wissen. Erstens brauchst du nicht viel von der Story wissen, weil es wird nicht viel Story geben, ganz ehrlich. Und zweitens, ich fand den so belanglos, diesen Trailer. What? Ja, völlig belanglos. Hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich fand's mega langweilig. Ich habe echt überlegt, ob ich es bis zum Ende durchhalte, weil ich es einfach so stinkend langweilig fand. Auch von den Aufnahmen her fand ich es überhaupt nichts Besonderes. Das ist so. Oh, da gehen jetzt unsere Meinungen ja mal auseinander. Also aber mich, gewaltig auseinander, ja. Also ja, also der Trailer hat mir. Aber so ich kann ja nichts dafür, dass du keine Ahnung hast. außerdem darf ist ich auch der was sagen? Film gedreht von Joseph Kosinski, der zum Beispiel Tron Legacy gemacht hat, den ich immer noch total mag. Kate, ja? Ich will nur eine Sache sagen und das ist auch meine Meinung zu dem Film. Ich mag Tom Cruise nicht. Ganz einfach. Ich mag Tom Cruise nicht. Tom Cruise ist langweilig und ich finde auch den Trailer langweilig. Und ich finde tatsächlich, meine persönliche Meinung, dass Tom Cruise ein komplett überschätzter Schauspieler ist. So. Okay, du holst natürlich jetzt gleich noch richtig aus hier. Ja, ich mag ihn einfach nicht. Ganz einfach. Ich finde den mega langweilig. Der hat die Gesichtsmimik wie ein Bus. Ja, und der macht irgendwelche Action-Szenen, die sind so unrealistisch wie Dwayne Rock Johnson bei Skyscraper. Das ist so. Oh. Und ich mag ihn einfach nicht. Ich finde ihn so furchtbar. Ich mag ihn noch weniger wie Will Smith. Mittlerweile. Deswegen, ich bin da raus. Ich bin bei allen anderen Trailern, die wir heute noch ansprechen werden oder die wir vielleicht noch nicht ansprechen können, weil wir bald sonst den Rahmen sprengen, bin ich dabei. Aber Top Gun Maverick, juckt mich nicht mal die Bohne. Okay, dann einen ganz kurz, nämlich den neuen Rob Zombie-Film Free From Hell. Sieht nach einem gewaltigen Geschnetzel aus. Ja. Typisch Rob Zombie. Das sieht einfach aus noch. Rob Zombie, genau. Also ich glaube, der im Kino wird er wahrscheinlich gar nicht laufen hier. Aber den muss ich mir mal vormerken. Dann. Ich glaube, das ist ein größerer Spaß als Halloween. Ich glaube auch. Das ist ein größerer Spaß als Top Gun. Okay. Was ist das hier mit der 8? Weiß nicht, habe ich den überhaupt? Ich habe eigentlich Der heißt 8, der Film heißt 8. Heißt 8, ja. Dann habe ich den, glaube ich, nicht gesehen, weil die 8, kann das sein, dass die am Anfang so komisch rechtsbündig da stand? Ja. Ja, okay, das ist schon richtig, nur der Link stand halt dran. Man hätte ja auch einfach auf den Link klicken können. Nee, ich habe die unteren drei, habe ich alle geguckt. Bis dann war ich mir da nicht sicher, ob ich den... Worum geht's da? Das ist ein Horrorfilm aus Südafrika. Das ist so eine Legende, die wohl da erzählt wird. Und ich fand's von dem Trailer her relativ gruselig, muss ich sagen. Weil das sehr ist, nice. Ja. Also so ein bisschen Geschnetzel ist dabei. Auf der anderen Seite ist dann gefühlt sehr viel Mindfucking dabei. Und das ist so eine Kombination,
Wenn man sich überlegt, okay, Südafrika ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie jährlich 20, 30 Filme auf den Markt werfen, die von der Qualität her mega monströs super top sind, also nach unseren Standards natürlich. Und wenn man sich dann so raustraut und da was zeigt, weltweit zeigen wird, dann ist das schon ein Brettchen. Also und ja, es wirkt sehr ganz nice interessant. Aus. Ich habe mir jetzt gerade mal laufen gehabt. Hier sieht gut aus, ja. Also so ganz anders als Top Gun Maverick. Ja. Klar. Nee, ich finde ich habe bei Horrorfilmen mittlerweile das Problem, dass ich die sehr nah, sehr, also klar, meine Generation, aber die sehr da immer wieder an einen Film ranbringt, der mich so unfassbar geschockt hat. Und das war halt Insidious. Und jeder Film muss es jetzt irgendwie mit Insidious aufnehmen, jeder Horrorfilm. Und in meinem Kopf. Und da kommt der Trailer schon nah dran. Da ist auch so ein Fuck-Trailer, so ein Ich habe so ein richtiges Unbehagen dabei gehabt. Ich habe ja schon das Licht im Zimmer angemacht, wo ich gerade sitze, weil das ist so ein bisschen Das könnte, glaube ich, gut werden. Also er lief hier auch auf diversen Fantasy-Film-Festivals, sehe ich hier gerade. Ich habe jetzt gerade mal hier in dem IMDb so durch die Wertungen hier, External Reviews, durchgeklickt. Die geben da alle so 7,5, 8 Punkte. Ja, cool. 6,5 war hier das Schlechteste, sehe ich gerade. Klingt interessant. Ja, würde ich, glaube ich, muss ich mir mal vormerken. Being Frank. Dein nächster Trailer. Sehr nice. Ja. Wo hast du eigentlich den ganzen Trailer jetzt her? Wie kommst du da jetzt drauf? Ja. Hast du Moment. Es gab vor ein paar Wochen mal diese Kritik mit Da macht ja niemand was außer mir. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt gucke ich mir das auch mal an hier. Und ja, wie bist du vorgegangen beim Suchen? Hast du da irgendwo geguckt, was so neu anläuft? Oder? Das verrate ich dir doch nicht. Ach so. Weil auf einmal so ein Schwung hier an neuen Trailern da. Ja. Außerdem ist auch gerade Comic-Con. Ja, zum einen ist Comic-Con, da kommt auch der letzte hierher. Ja. Und das zum anderen ist die sind mir dann wirklich auch noch ins Auge gesprungen ein bisschen. Also Being Frank ist mir ins Auge gesprungen, weil spielt der Junge, wo da mitspielt, hat auch bei Love, Simon mitgespielt. Der, wo am Endeffekt da auch eine tragende Rolle in dem Film spielt. Also nicht Simon selber, sondern einer seiner Kumpels oder nicht so gern Kumpels oder was weiß ich was. Ja. Und Being Frank geht schlicht darum, dass der Vater sagt, oh, er muss wieder nach Tokio auf Geschäftsreise, bliblablub, und der Sohn will eigentlich zum Spring Break, und der Vater sagt, einen alten Scheiß, gehst du zu Spring Break? Man denkt halt so, ja, hier, schönes Familienidyll oder doch nicht, und Sohnemann geht natürlich trotzdem zum Spring Break, und wen trifft er dort? Den Papa und seine zweite Familie. Ja. Ja. Und dann geht er, wie im Trailer zu sehen, erstmal zu denen nach Hause und sagt, ja, ich kenne den auch. Und dem fällt halt erstmal dann das Gesicht aus vom Kopf. Will dann seinen Vater erpressen dann auch. Ja. Und dann muss er sehr cool eigentlich. Dann muss er aber doch ein bisschen mitspielen, um das alles aufrechtzuerhalten, weil sonst geht das alles schief und so. Ich muss sagen, bis zu einem bestimmten Punkt dachte ich, der Trailer, ach nee, was ist denn das für ein Scheiß und so. Und dann selbst dann, wo die Enthüllung kam hier mit der zweiten Familie, dachte ich, ach, na komm ey, das ist jetzt was. Aber was sie dann draus gemacht haben, das sah echt interessant aus. Hat mir gut gefallen. Gerade auch, dass er Blödel-Ecke geht. Ja. Gerade auch, dass sie ein bisschen offen mit dem Thema umgehen und nicht dieses typische so, oh, jetzt behalten wir alle das Geheimnis und irgendwann findet es vielleicht jemand raus und dann kommt großes Drama, sondern dass wirklich hier ganz locker flockig damit umgegangen wird. Das fand ich sehr gut. Ja. Deswegen, also gefühlt sehr cool. Mal gucken, was draus wird. Ja, nächster wäre Night Hunter. Ja. Oh, auch nice. Mit Ben Kingsley. Oh, ja. Das ist halt, weißt du guckst einen Trailer und dann taucht Ben Kingsley auf und dann bleibe ich hängen. Also zumindest bei mir so, weil ich mag ihn brutal. Und Alexandra Daddario spielt auch mit, die hat so ultra krasse Augen. Stanley Tucci spielt auch mit, den ich ja sehr verehre. Ja, klar. Ja, und Henry Cavill spielt auch mit. Ja. Da ist so die Frage, kann man da verraten, worum es geht? Ja, gut, also, das wird ja im Trailer ja also gesagt. Ich würde es vielleicht am ehesten so zusammenfassen, dass Ben Kingsley... Der Jäger zum Gejagten wird. Ja, Ben King... Also das, ich sage jetzt nur was halt im Trailer ist. Ben Kingsley ist nicht ganz astrein, sagen wir mal so. Der hat so ein gewisses Gewerbe, ein gewisses Business, um das er sich kümmert.
zusammen mit seiner Tochter ist es wahrscheinlich, ne? Aber das kann man und auch sagen, weil darum geht's. Kommt dann an den Punkt, dass er seine Tochter retten muss, weil seine Tochter in Gefahr kommt. Also sie jagen Kinderschänder. Sagst du, wie es ist? Sieht man im Trailer, darum geht es ja im Film. Ja. Ja. Sie stellen Kinderschänder eine Falle, um sie dann umzubringen oder zu erniedrigen. Oder kastrieren. Kastrieren, ja. Zu erniedrigen, ja, und dann auch von denen das Geld zu nehmen, ja, oder irgendwelche Sachen. Bis sie aber dann an den Punkt kommen, wo die Tochter selber zu einem, in irgendeiner Weise zu einem Opfer wird, indem sie entführt wird, soweit ich das mitverstanden habe, richtig? Genau, wird halt Tochter entführt. Das sieht sehr spannend aus. Da gibt es dann so einen Typ, der so ähnlich wie bei Split irgendwie so ganz viele Persönlichkeiten und springt hin und her. Und es sah ziemlich gut aus. Was mich da bei dem ein bisschen gewundert hat, war so die Qualität, die rein technische Qualität. Weil das sah teilweise so aus wie mit einer irgendeiner Videokamera, aber nicht gewollt so, sondern hatte so Schliereneffekte, sah irgendwie ganz. Also da müssen sie nochmal drüber gehen, bevor sie den wirklich. Das hat mir nicht gefallen dann. Also da waren so Szenen drin, da hat so richtig geschliert, da hast du gemerkt, da waren so, wie nennt sich das? Ah, aber es geistert gerade ein anderer Trailer rum, der ist viel schlimmer von den Effekten her. Ja gut, schlimmer geht immer, ne? Also ich meine, bloß hier, der sieht ziemlich gut aus, der könnte mir gefallen, aber wenn sie die technischen Sachen nicht im Griff haben, boah, ich glaube, dann bin ich raus, weil dann denke ich mir immer, oh nee, ey, Leute, ey. Weil da gibt es wieder Szenen, die haben sie echt gut gedreht im Trailer und dann gibt es diese Szenen, wo es dann einfach so verwaschen ist, wo einfach so die Qualität, aber nicht so, dass es gewollt ist, dass zum Beispiel gesagt wird, okay, wir filmen jetzt gerade hier irgendwie mit einer Überwachungskamera oder irgendwas, sondern wirklich die ganz normalen Szenen, irgendwas ist da technisch nicht astrein gelaufen, sollen sie vielleicht nochmal drüber gehen in der Post. Aber was mir am besten gefallen hat von deiner ganzen Auswahl, kommt jetzt, nämlich Jay und Silent Bob Reboot. Ja. Ach, hab ich gefeiert. Also, ich muss sagen, wo ich gelesen habe, Reboot, dachte ich, oh. aber dann, spätestens dann, als sie da in dem Trailer da rauskommen. Ach du Scheiße. Da hatte ich kurz wirklich Freudentränen in den Augen. Ich liebe ja einfach Silent Bob. Wie man ohne was zu sagen so viel machen kann, ist für mich ganz, ganz große Filmkunst. Wirklich. Also großartig. Er hat ja immer meistens in seinen Filmen irgendwie nur so einen Satz, der dann wirklich irgendwie alles gerade so auf den Punkt bringt. Oder wie zum Beispiel, viele Frauen bescheißen dich, aber nur die wenigsten machen dir Lasagne. Ja. Damals war auch Clerks 1 so der erste Film, den ich so richtig bewusst mal in OV geschaut habe. Da habe ich sogar eine DVD von, ne? Ja, ich habe eine Videokassette. Ich habe die Original-Videokassette. Und da war quasi ein OV mit Untertiteln, also eingebrannt. Ne, waren. Und da habe ich erstmal so gesehen, hier OV, echt cool so. Geiles Ding. Und da kommt wieder genau die Stimmung auf und auch so die ganzen Gaststars, die da mit drin sind, herrlich. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß im Kino, weil das ist nicht so mein Humor. Der Trailer war schon witzig, aber ist jetzt nicht so mein. Ich gehe dann in Nighthunter, okay? Clerks 2 damals mit Interspecies Erotica. Oh. Ihr seid alt, Alter, wisst ihr das eigentlich? Was sind wir? Ja, in dem Fall sehr gerne. Clerks 2 ist noch nicht so lange her. Aber trotzdem, einfach so geil. Übrigens, Clerks 2 war der Film, wo mein bester Kumpel und ich danach gesagt haben, wir sollten einen Burgerladen aufmachen. 2006 war Clerks 2. Original, das war das. Also, Burgerladen. Wir sollten einen Burgerladen aufmachen, ja. Unfassbar gut. Ja, also Kevin Smith did it again. Und nachdem ja Jay und Silent Bob Strike Back, das war nicht so der, für mich jetzt war das nicht so das Riesending. Ich sehe gerade, 2001 kam der raus. Ich glaube, von den ganzen Filmen von Kevin Smith, die gucke ich ja regelmäßig immer mal wieder, wenn sie mir irgendwie Dogma. In Gedanken, ja, Dogma ist auch super. Da lief er sogar im Kino, sogar relativ erfolgreich. Weiß nicht, ob das was mit Alanis Morissette zu tun hatte. Ja, natürlich. Aber der Jay und Silent Bob, ich glaube, den habe ich nur vielleicht einmal geguckt damals im Kino. Und dann eigentlich, ich habe zwar
die DVD irgendwo hier stehen, aber nochmal geguckt habe ich den, glaube ich, nicht, weil ich glaube, den fand ich nicht so besonders. Aber werde ich jetzt nochmal nachholen. Ja, wenn es jetzt nochmal Silent Bob Reboot. Hm. Cool. Sehr ja, geil, Kevin Smith kann ich auch mal einen Podcast empfehlen. Er hat ja auch eine eigene Podcast-Reihe, wer des Englischen ganz gut mächtig ist, kann das mal gucken. Und hat ja auch, glaube ich, YouTube-Kanal, wo er immer so für Filmemacher alles Mögliche. Also der hat ein gewaltiges Universum, in das man mal eintauchen kann, wenn man Zeit hat. Gut. Oh, viele Trailer. Werde ich alle verlinken, liebe Hörer. Und ihr guckt die mal alle an. Auch wenn jetzt hier wenn er denkt, oh, das könnte mir nicht gefallen, guckt trotzdem alle an. Ihr seht ja, hier gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu manchen Themen. Und dann bin ich natürlich gespannt, was ihr zu manchen Sachen dann sagt. Serien. Oh. Ich habe mich an eine Serie rangewagt, die, ja, schon, die ist schon eine Weile, also ein paar Wochen, glaube ich, gibt es sie bei Amazon Prime. Es war ja damals ein Riesending, das hieß Nicholas Winding Refn, der ja zum Beispiel Drive gemacht hat oder was hat er noch alles gemacht? Only God Forgives oder so. Was ja immer ziemlich abgefahrene, stilistisch coole Sachen waren, die aber die Leute gespalten haben. Entweder es hat einem total gut gefallen oder halt überhaupt nicht. Hat eine Amazon-Serie rausgebracht und die heißt Too Old to Die Young. Und Hauptrolle spielt Miles Teller, den man erkennt hier aus Whiplash zum Beispiel. Und man kann eigentlich nicht so richtig fassen, worum es in der Serie überhaupt geht. Also es hat ein bisschen was damit zu tun, dass ein Cop in den USA so ein bisschen zwischen die Fronten gerät, zwischen organisierten Verbrechen und mexikanischer Mafia und sowas. Weil er schuldet da auch noch jemanden Gefallen und kann unter Druck gesetzt werden, ist so ein bisschen mittendrin und muss da auch teilweise ja, Leute umbringen, gerät dann auch an Leute, wie ähnlich vorhin der in dem Trailer, wo dann Böse bestraft werden, die eben nicht der Gerichtsbarkeit zugeführt werden, sondern lernt dann halt jemanden kennen, der schon todkrank ist und sich zur Aufgabe gemacht hat, solche Leute zum Beispiel umzubringen, und die kriegen aber aus dubiosen Quellen dann irgendwelche Aufträge, wen sie umbringen sollen und warum, und machen es dann auch. Und das ist aber eigentlich nur so diese, ja, so eine gewisse Rahmenhandlung. Was die Serie überhaupt ist, ist einfach diese stilistische Perfektion von Nicholas Winding Refn, ist hier wirklich auf die absolute Spitze getrieben. Und wenn man dachte, dass schon der bei Drive gefahren ist, immer komm ich gerade nicht auf den Schauspielernamen, ihr wisst, wen ich meine bestimmt, wo er teilweise... Ja, aber kennst du das, wenn du auf dem Schlauch stehst? Das ja. Ist echt schlimm. Ryan Gosling übrigens, danke. Ja, übrigens, ja, danke. Den man ja die ganze Zeit nur sieht und er fährt dann so und das Licht blendet ihm ein. Eigentlich passiert nichts, ja, aber es sieht einfach so perfekt aus, dass man einfach gerne zuschaut. So ist es hier ungefähr auch. Und der... Ja. Ja, der ist auch da. Moment. Der Nicholas Winding Refn hat hier auch wirklich so dieses Thema Langsamkeit für sich entdeckt. Das heißt, hier sind manchmal Schwenks drin innerhalb einer Szene. Die gehen gefühlt 20 Minuten. Da schwenkt die Kamera von links nach rechts durch so ein Polizeirevier und da passiert eigentlich nichts. Ja, und erst am Ende von dem Schwenk redet dann mal jemand miteinander. Und teilweise bei Dialogen, zum Beispiel zwischen Miles Teller und irgendjemand, hat man das Gefühl, dass die Personen schon extra langsam reden, damit das überhaupt zu diesem Film passt. Oder man hat das Gefühl, dass die ja, irgendwie die Dialoge so künstlich verlangsamt wurden. Also Carey Mulligan spielt auch noch, die war hier bei Drive, Moment, nicht Carey Mulligan. Augusto Aguilera spielt mit Christina Rodlow. Die kennen wir eigentlich alle nicht, sind aber alle ziemlich gut. Und mir hat die Serie komischerweise extrem gut gefallen. Ich mochte das. Okay. Das hat so was, weiß nicht, so ein bisschen was Psychedelisches, wenn du da wirklich so eintauchst und lässt sich da so mitreißen von dieser extrem guten Qualität, wie das gedreht ist. Und das war wirklich so völlig der Unterschied zu diesem anderen Trailer, den wir vorhin gesehen haben, der halt wirklich einfach, wo manche
Einstellungen so ein bisschen hingerotzt waren. Hier ist halt so, der Regisseur Nicholas Winding Refn, der hat sich halt wirklich ganz genau überlegt, was er jetzt machen will. Und dann schwenkt die Kamera halt so gefühlt irgendwie so 180 Grad von ganz links nach ganz rechts. Und dann passieren halt wirklich genau in dem Moment auch Dinge in dem Bereich, den die Kamera sieht, die da passieren sollen. Und das ist einfach ziemlich genial, das anzuschauen. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache. Und ich würde empfehlen, hier mal vielleicht die erste Folge mal zu schauen, um zu sehen, ob das was für einen ist. Ich gucke jetzt hier gerade nebenbei ohne Ton den Trailer auf IMDb. Da sieht man Miles Teller zum Beispiel vor irgendeinem Gemälde. Da zoomt die Kamera so ewig lange weg, so lange, bis überhaupt mal jemand was sagt. Ne? Ich mochte das sehr von der Art her und auch, ob ich es jetzt nochmal gucken würde, weiß ich nicht. Aber die Reise an sich hat mir sehr gut gefallen. Too Old to Die Young auf Amazon im Prime-Dings mit drin. Kann man durchaus mal gucken. Und dann sieht man mal, wie richtig coole Bildkompositionen aussehen und Regiearbeit und so. Ob es jetzt für euch was wäre, weiß ich nicht. Aber kannst ja mal reingucken. Ja, ich mag Miles Teller, deswegen nicht auf dem iPad reingucken. Nicht auf dem iPad gucken. Super. Ich hab auch noch eine kleine iPad Info. Gucken. Ich möchte ganz kurz zwischengrätschen. Entschuldigung, ich muss ganz kurz zwischengrätschen. Apropos nicht auf dem iPad gucken. Die DVDs Neustarts, die könnten wir auch noch machen, ne? Können wir machen. Machen wir später. Die Kate hat erstmal noch eine Info zu den Serien. Ja, denn dem Chris und mir ging es vor ein paar Tagen ein bisschen seltsam. Wir haben nämlich... Was? Ja, pass auf, wir haben Netflix geguckt. Serien und so haben technisch. Wir Netflix Suits geguckt. So. Und Netflix hat ja die 7. Staffel Suits veröffentlicht. Wir gucken die, Chris ist fertig und wir wollen eigentlich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Also haben wir, Verrückten, Staffel 8 in Original mit deutschem Untertitel auf Amazon Prime gekauft. Für 10 Euro oder so. Und dann starten wir die erste Folge und denken, da kommt so, was bisher geschah. Und dann fangen da plötzlich Sachen an zu laufen, die wir noch nicht kennen. Und dann war da plötzlich ein Hochzeitskleid und ich so, stopp! Das kennen wir noch nicht. Das kennen wir noch nicht. So. Und dann recherchieren wir und stellen fest, dass Netflix nicht die komplette Staffel veröffentlicht hat, sondern nur die ersten 10 von 16 Folgen. Warum auch immer. Die war doch zweigeteilte Staffel. Ja, trotz allem darf Netflix dann nicht sagen, 7. Staffel jetzt gucken, sondern 7. Staffel Teil 1. Ja, oder 7. Staffel bis Folge 10. Ich finde, da muss drauf hingewiesen werden. Ich habe auch Netflix auf Twitter geschrieben, aber natürlich keine Antwort bekommen, wann denn auch die nächsten, die 6 fehlenden Folgen veröffentlicht werden. Und ich finde, man muss darauf hinweisen. Weil ich bin davon ausgegangen, dass mit der 10. Folge das zu Ende war. Und das wäre auch eigentlich ein idealer Cliffhanger gewesen in der 10. Episode. Aber mir war nicht klar, dass das noch 6 weitere Folgen hat. Und deswegen da aufpassen, Leute, lasst euch nicht rausbringen, weil da nichts dabei steht. Da fehlen 6 Folgen. Okay. Das nur als Info. Ich gucke gerade hier, bei Netflix steht nur da neue Folgen, steht nicht da. Genau, neue Folgen. Ja, Staffel 7. Und in der Werbung war halt ganz groß, hier 7. Staffel Suits jetzt anschauen. Und nicht irgendwie Teil 1 oder so. Findet man da irgendwas im Netz, irgendwie, was da ist mit der... Das müssen ja noch mehr Leute gemerkt haben. Ja, es haben wohl noch mehr Leute gemerkt, Netflix? Aber Netflix hat nichts dazu gesagt. Suits, Staffel... Oh, gibt sogar bei Suchbegriff Staffel 7 restliche Folgen. Steht sogar. Ja, vor allem, weil du kannst halt bei Amazon auch schon die 8. kaufen. Ja. Und natürlich die 7. auch komplett oder die letzten Folgen dann. Und das finde ich halt echt ärgerlich, weil die 7. Staffel gibt es. Die 7. Staffel ist 2 Jahre alt. Warum sie nicht komplett veröffentlichen? Und dann auch nicht mal irgendwie einen Grund zu sagen oder darauf hinzuweisen, das finde ich schwierig. Fand ich jetzt ja zu geil von Netflix. Ja gut, weil die, ja, hier steht auch so, weil die Staffeln wurden halt zweigeteilt, genauso wie die 6. Ja, aber das hat man. Die 6. Staffel. Ja, das hat man bei so vielen Serien, und dass die Sachen zweigeteilt sind, weil irgendwie Winterpause ist oder so. Synchronisieren vielleicht. Ja, dann schreibe ich rein, Teil 1 ist da ja. Nicht. Ja. Also stimmt auch wieder. Also Kritik an Netflix hier. Aber jetzt wisst ihr ja, was kam. Ich glaube, viel habt ihr nicht verpasst dann. Oder so. Doch. Jetzt habt ihr ja gesehen hier, was bisher geschah. Da habt ihr das ja schon.
Nein. Das heißt jetzt, deswegen sollte man nach Möglichkeit immer auf dem aktuellen Stand sein und nicht warten, bis dann irgendwelche die mal kosten. So, der Chris wollte DVD-Neustarts machen. Dafür haben wir gar keinen Jingle. Da muss man das hier nehmen. Die Zeit ist abgelaufen. Die DVD-Neustarts. Oh. DVD-Neustarts, ja. Ab 22. Juli, also die fangen die meisten am 25., aber ein paar am 25., ein paar am 26. Ja. Am 25.07. neu auf DVD, Master Set, die Ip Man Legacy. Bitte wer? Ip Man, Ip Man. Hast du die anderen Ip geguckt? Man. Ich habe tatsächlich noch nicht einen also, gesehen. Ich habe tatsächlich die anderen gesehen. Also Ip Man heißt das eigentlich, ne? Ach, Junge hörst du. Sehr, sehr gut choreografierte, brachiale, so ähnlich wie damals die, mit Tony Jaa, diese Serie da. Also wirklich so brachiale Action, gute Stunts und so. Ip Man Legacy habe ich jetzt noch nicht gesehen, interessiert mich aber. Soll ich, ach so, was Männer wollen? Den ich hat dachte, mir, ja, abwechselnd. Den hat mir in der Sneak am 25.7. kann ich nicht empfehlen, deswegen werde ich nicht weiter drauf eingehen. Ja, am 25.7. ebenfalls wir, Horror-Thriller, Adelaide und Gabe Wilson fahren mit ihren beiden Kindern an den Strand und wollen Zeit mit ihren Freunden verbringen. Ja? Der soll aber ganz gut sein, habe ich gehört. Der soll gut sein, ja. Ja, der ist ja von Jordan Peele, der ja auch diesen einen guten Film gemacht hatte und es startet auch noch neu auf Blu-ray. Der interessiert mich dann auch wieder etwas mehr. Den habe ich im Kino irgendwie ausgelassen. Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks. Auch wieder ja, 3D animiert. Dann gibt es am 26.07. ebenfalls noch Birds of Passage, das grüne Gold der Wayuu. Ist das Drogen, komm, mach weiter. Drogenfilm oder was hier sehe ich gerade. Ja, mach weiter, wir ziehen es durch. Prospect startet noch, habe ich noch nie gehört. Sie reist mit ihrem Vater zu einem abgelegenen Mond in der Hoffnung, ihrem Nomadenleben endlich eine Wendung zu geben. Die beiden haben sich eine Lizenz zur Ernte der... Mehr steht hier nicht. Ja, wahrscheinlich eher so ein, ich schätze mal, so ein B-Movie, Science-Fiction-Filmchen oder so. Es könnte sein, dass ich dem jetzt Unrecht tue. Ich werde mal nebenbei gucken. Stell du da weiter mal die nächsten vor. Ich mache noch Sweet Country. Das ist ein Abenteuerkrimi. Outback, Alice Springs, Northern Territory, 1929. So was für die Kate. Ein australischer Ureinwohner erschießt einen weißen Mann und flieht. Klingt halt ganz interessant. Also Prospect haben die User bei Moviepilot 6,8 im Durchschnitt gegeben. Die Normalität der gezeigten raumfahrenden Gesellschaft, der Umgang mit extremen Situationen, die dieses Leben mit sich bringt, ist das, was diesen Science-Fiction-Film auszeichnet. Interessante Utopie mit Schwächen im Drehbuch und der Storyline. Dennoch sehenswert. Oh ja, okay. War ja doch wir ist ein ganz guter Film, glaube ich. Und Asterix natürlich auch. Aber sonst. Du hast den letzten vergessen, ne? Habe ich? Erik, was ist los? Kommt da noch was? Ach so, ich. Ja. Ach hier, das ist das Brothers. Ah, den können wir empfehlen. Ja. 26.07. auf Blu-ray. Den hatten wir in der Sneak Preview. Sehr, sehr lustig. Richtig. Mit John C. Reilly und Joaquin Phoenix, die so im Wilden Westen als The Sisters Brothers unterwegs sind und einen Auftrag erfüllen sollen und dann feststellen, dass da vielleicht doch noch ein bisschen mehr dahinter steckt, als nur diese eine Information zu besorgen. Denn diese Information, die hat es echt in sich und so werden sie dann, kommen sie dann ins Überlegen, ob sie diese, ob sie das ausführen, den Auftrag, oder ob sie abtrünnig werden und damit sich mit ihrem Chef verscherzen. Gut, empfehlenswertes Ding. Ja. Jo, dann gucken wir doch mal in den Briefkasten hier rein. Oder haben wir noch irgendwas vergessen, Döne? Briefkasten. Denn es gab einen Kommentar hier vom Super Goofy. Der bedauert es etwas, dass ich bei Fortsetzung folgt etwas, mich etwas zurückziehe, zumindest für die nächsten Wochen. Also ich habe das ja dort auch gesagt gehabt, dass ich quasi in der Zeit vor meinem Urlaub, sprich jetzt im Juli und dann natürlich während des Urlaubs, kann ich auch nicht mitmachen, mal ein bisschen kürzer trete dort, weil ich es einfach nicht schaffe, da diese ganzen Serien zu gucken und einfach so viel noch, was ich eigentlich noch gucken wollte, wie zum Beispiel Too Old to Die Young, so ist das, was mich eigentlich interessiert, schaffe ich kaum, deswegen habe ich mich da mal ein bisschen rausgenommen. Und
Genau, aber ab September werde ich dann wieder dabei sein. Allerdings war es mir ohnehin ein Rätsel, wie du die Dinge unter einen Hut bekommst. Ja, ist alles schwierig, ja. Podcast, Familie, Sport, Games und so weiter. Ich hege schon länger den Verdacht, dass du im Besitz einer Zeitmaschine bist. Wie sollte das dann funktionieren? Weil dann könnte ich ja nur zurückreisen. Da gewinne ich ja keine Zeit dadurch, oder? Doch, wenn du, wenn du das so machst wie bei Harry Potter. Mit einem Zeitumkehrer, dann existierst du in der zurückgekehrten Zeit zweimal. Yesterday. Nein, aber ich glaube eher, dass da Erik in Berlin unterwegs war und eine Schatulle gefunden hat mit einer Uhr, wo man die Zeit langsamer drehen kann. Ja, ich habe so einen Handschuh mit so bunten Edelsteinen und da kann ich immer die Zeit einfrieren und dann kann ich alles Serien gucken und dann drücke ich auf den Knopf und dann geht es wieder weiter. Ah, da habe ich übrigens eine Frage dazu, zum Blip. Was machen eigentlich die Leute, die im Flugzeug saßen? Ja, das habe ich letztens auch irgendwo gelesen, ne? Dass das eine Frage war in irgendeinem Forum, ja. Ah ja, mein Gott, du kannst es nicht. Die sind halt abgestürzt, ne? Ist halt so. Ein paar hat es halt erwischt. Ja, okay. Ja, wenn es der Pilot war zum Beispiel, oder der Pilot und der Co-Pilot, Absturz. Wenn es nicht der Pilot war, dann geht's ja. Wenn hinten ja eben, aber wenn es müssten halt beide gewesen sein. Aber was ist, wenn der Fluglotse im Tower verschwindet? Naja. Ja, da gibt es ja mehr als einen, oder? Egal. Ja. Auf jeden Fall mach weiter mit dem Kinocast. Ja, wird immer jede Woche gern gehört. Ja, super. Wunderbar. Immer weiterhören. Super, Goofy. Kommentare schreiben. Super. Ja, das war's auch, glaube ich, schon mit den Kommentaren. Zumindest auf kinocast.net. Wir haben einige neue Follower hier auf der Kinocast Facebook-Seite. Seid ihr auch herzlich eingeladen. Da auch gefällt mir zu klicken und da habe ich jetzt auch immer viel geteilt, so die ganzen Trailer, die mir so untergekommen sind. Werde ich jetzt vielleicht auch die vom Chris noch mit reinwerfen. Ansonsten gucke ich mal, was so unsere geschätzten Follower und Unterstützer gekauft haben bei Amazon in der vergangenen Woche. Einen Sunnywall Namensaufkleber. Was ist denn das? Aha, da kann man so für so Adressaufkleber, so die Absender kann man da, oder so für Schulhefter, nehme ich mal an, kann man sich so einen Namen erstellen lassen. Ein Tafelset, was ist das? Kein richtiges, gescheites Bild dabei. Ach, hier unten steht so eine unzerbrechliche Schülertafel. Okay. Kennt genau. Das der Herr Lehrer? Nee. Von Brunnen. Eine Scolaflex Tafelset, eine unzerbrechliche Schülertafel, 26x18 cm. Da ist ein Lineal mit drin und ein Schwammtuch mit zwei Schreibstiften. Also quasi eine kleine, naja, A3 große Tafel, auf der man selber schreiben kann mit einem weißen Stift und ein kleiner Schwamm ist dabei. Days Gone für PlayStation 4. Was ist das? SanDisk 200 GB, eine MicroSD-Karte. Was ist das? Bambu-Zahnbürsten. Ein Zahnbürstenset aus Bambus, nehme ich an, wenn es Bambu heißt. Und ein Otiza 2 Meter iPhone-Ladekabel. Mensch, coole Sache. Viel Spaß mit den ganzen Sachen, die ihr bestellt habt. Damit unterstützt ihr den Kinocast ein kleines bisschen, denn wenn ihr da was bestellt, dann kostet euch das nicht mehr und die Kinocast kriegt eine kleine Provision ab, wo wir dann irgendwelche Aktionen fahren können, die vielleicht dann auch bald mal wieder kommen, irgendwie Gewinnspiele. Mal gucken, was wir so machen können. Ansonsten findet ihr auch noch diverse andere Möglichkeiten, zum Beispiel die Auphonic-Unterstützung hat ja der Ronny damals gemacht. Da erzählen wir immer noch davon, von den 10 Stunden, die er uns geschenkt hat. Damit hier der Sound ganz ordentlich ist und die Kapitelmarken da sind und alles sowas. Ja. Ansonsten, wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, könnt ihr das jederzeit gerne tun. Entweder nutzt das Kontaktformular auf kinocast.net oder einfach ein Kommentarfeld. Ihr seht, das wird hier auch vorgelesen. Oder könnt ihr auch uns direkt anschreiben, zum Beispiel per E-Mail, jeweils unseren Vornamen, also Kate, Chris oder Erik @kinocast.net jeweils. Oder uns jeweils auf Twitter folgen. Die ganzen Handles und so findet ihr alle auf kinocast.net in den Beiträgen drin. Da ist neben dem Bildchen sind so die ganzen Links. Und ja, dann sind wir eigentlich durch für heute. Hoffen wir, dass morgen ein guter Film kommt. In der Sneak Preview. Ja. 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 So machen wir das. Ja.
Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Bis bald im Kinocast.